3 Motorschaden in einem Jahr. Also du musst dir vorstellen, ich habe mehr Motorschaden als Kilometer, die ich gefahren habe. Das ist die Leidengeschichte von meinem S3. Willkommen bei Kfz40, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Heute geht es leider um meinen Audi A3 S3 GTX Lader 30, den wir komplett umgebaut haben auf 2 Liter. Original sind 209 PS, das ist der Vorfacelift, 209 PS und haben ca. 600 PS rausgeholt. Und wir haben so eine Leidensgeschichte bei diesem Motor, der mich quasi arm gemacht hat. Lass uns doch mal ganz kurz rechnen, Aidosch, so grob. Motorpaket mit Kolben, alles drum dran, sagen wir mal 3000 Euro. 3000 Euro hat das Auto gekostet. 3000 Euro kosten die Bremsanlage. Dann haben wir nochmal 3000 Euro nur der Turbo. 1400 Euro nur der Krümmer. Fahrwerk 1000 Euro. Felgen mit Bereifung 3000 Euro. Das ist so viel. Auspuffanlage. Also wir haben insgesamt 3 Kupplungssätze. 2 haben wir schon eingebaut. Die haben gerutscht. Jetzt haben wir den dritten. Also zweimal ein Massenschwungrad habe ich gekauft und das ist alles so viel Kohle und dann nochmal ein Turbolader, dann nochmal ein Turbolader und, bis wir hier hingekommen sind. Locker 30.000. Ich habe es jetzt nicht gezählt, es haltet mich nicht auf den Pranger, wenn es jetzt 25.000 ist, aber ich sage euch, ich schätze mal 30.000. So, was haben wir denn jetzt wieder? Ich erzähle euch ganz kurz die Geschichte. Wir haben zusammen Adam Kaminski und Benny Motors, Donkey Tech, haben einen Flughafen gemietet, wo wir einfach nur ballern wollten. Davor haben wir ja den einmal abgestimmt, Benny hat den super abgestimmt, Donkey Tech hat es davor abgestimmt, Benny hat es nochmal gründlich abgestimmt, richtig geil. Wir haben ungefähr 2,2 Bar gehabt, 600 PS, geil, ging richtig gut ab. Hat auch richtig Spaß gemacht, ne? Wenn wir jedes Mal gefahren sind. Aidosch ist selber Zeuge. Aidosch, weißt du noch, wo ich dich abgeholt habe, spontan? Und wir sind auf die Bahn gegangen. Ja, weißt du das noch? Auf jeden Fall. Ja, Aidosch hinter der Kamera war Zeuge. Ich habe dich abgeholt. Wer das Video nicht gesehen hat, kann sich das gerne mal anschauen. Verlinke ich ganz. Und dann wollten wir auf die Bahn. Erste Mal gefahren. Boah, darauf bin ich so stolz. Ich habe, ehrlich, bestimmt 100 Meter Spur mit Allrad durchgehenden Reifen mit Semi-Slicks geschafft. Jeder hat sich gewundert, gesagt, ist der ein Differential gesperrt oder was? Warum? Drehen die ganzen Reifen durch. Alle 4 Reifen, 100 Meter lang. Ja, und danach natürlich wollte ich dann nochmal eine Runde machen. Wir haben da nicht aufgenommen, wollten gerade aufnehmen. Ne, wollten ein Video machen, Zeitmessuhr, alles hingestellt. Wollten die Zeiten messen. Erstmal 100, 200 und danach mal 0 auf 100. Wollten mal schön messen. Aber was ist passiert? Ich gebe Gas. Drück. Das ist leider ein Geräusch, den jeder Tuner kennt. Dieses Drr heißt. Sorry, ich musste jetzt mal lachen. Das hast du so schön gemacht. Ich weiß. Hallo. Sorry. Lagerschaden. Und ich hatte einen Lagerschaden. War aber ganz leicht. Okay. Kann passieren. Sorry. Ich bin nur noch an. Hast du es? Okay, warte, ich krieg mich jetzt ein hier. Okay, durchatmen. Okay, alles gut. Okay. Sorry. Nach diesem Drück. Okay, Aidosch. Cut. Okay. Jetzt. Ich muss jetzt hast du ausgemacht gerade? Nein, bist du mal noch. Sorry, ich denke jetzt nur noch an Dritte. Okay. So, warte mal, vielleicht wird das. Ich glaube, ich muss kurz raus. Okay, jetzt kann natürlich nach 20 gehen hier. Minuten. Ey, du hast das so schön gesagt. Auf jeden Fall. So, sorry. Auf jeden Fall, ja. Wir hatten wieder einen Motorschaden, Lagerschaden. Ölpumpe hat sich verabschiedet. Ölpumpe, Öllampe ist dann sofort angegangen. Es kam kein Druck mehr. Alles gut. Jetzt haben wir wieder einen Motorschaden. Ich weiß aber nicht, wie fern, weil das Problem ist, kurze Zeit später, sofort,
Nach dem Schaden lief der Motor auch nicht mehr richtig gut. Also ich habe Angst, dass ein kapitaler Motorschaden passiert ist. Natürlich hat man keinen Bock mehr. Einmal passiert das Ganze, dann ja wegen einer Schraube hast du einen Motorschaden, dann nochmal. Denk mal, hast du keinen Bock mehr, du bist in so einem Loch, wo du dann denkst, ey, macht das eigentlich noch Sinn? Du hast so viel Geld reingesteckt, du hast dein Erspartes reingesteckt. Ich habe quasi nur dafür gearbeitet, weißt du? Also ich will jetzt hier nicht einen auf, wir Dings machen hier, ey. Nein, alles gut. Aber natürlich hat man sein Erspartes da reingesteckt und will nur Spaß haben und ich habe nicht mal einmal Spaß haben können. Das einzige Mal, wo wir richtig Spaß hatten, war einmal mit Adam und Benny, wo wir gefahren sind und einmal, wo ich Aydosh überrascht habe. Ja. Das war so schön. Aber das war dann so wenig und dann wieder ein kapitaler Motorschaden. Ich weiß jetzt nicht, ob es jetzt ein kapitaler Motorschaden ist. Ich weiß es nicht. Wir werden sehen. Ja, natürlich habe ich jetzt die ganzen Wochen habe ich überlegt, was machst du, was tust du, reparierst du den wieder oder nicht? Du überlegst natürlich. Ne? Du willst natürlich andere Projekte machen. Und dann denkst du, ach, was machst du jetzt? Jetzt habe ich mich wieder umentschieden und habe gesagt, wir bauen jetzt den Motor erstmal aus. Wir bauen den auseinander und gucken erstmal, was Sache ist. Und wenn er wieder reparabel ist, werden wir das Ganze reparieren. Ansonsten werde ich einen Austauschmotor nehmen, ja, aber ohne Aufbohren und ohne Übermaßkolben. Werde ich das Ganze wieder herrichten. Ja, der muss dann wieder eingestellt werden, der muss dann wieder angepasst werden und so weiter. Ihr kennt das Spiel. Dann schauen wir mal, wie viel PS wir haben. Und wenn wir im Endeffekt nur noch 500 PS haben, dann reicht mir das Ganze. Das werden wir machen, weil das Ding hat mich arm gemacht. Und wenn ich das jetzt verkaufe, was kriege ich dafür? 8.000? 10.000? Und das nur wegen den Teilen. Ne? Die Bremsanlage ist 2 wert. Felgen vielleicht 1.500. Sollten wir den eigentlich ausschlachten am besten, oder? Das würde ich gar nicht machen, eigentlich. Das ist zu schade. Mhm. Weil der S3 ist ja noch ein Top-Zustand. Natürlich hat er mal hier und da mal ein bisschen Rostbläschen. Nur an den Türen zum Glück hat der. Das ist viel zu schade. Ich muss in den sauren Apfel beißen. Wieder das Ganze von neu aufbauen. Wie gesagt, dann haben wir einen Content. Wir hauen wieder Videos raus, machen den Motor, bauen den auseinander. Wir erzählen wieder ein bisschen über den Motor. Vielleicht gehen wir auch ein bisschen tiefer ins Geschehen, so wie Kfz-Fuzis angefangen hat. Weil ich habe vor 2 Jahren mit diesem Auto angefangen. Bringe ich das nicht übers Herz, das Ding hier abzugeben? Natürlich hatte ich Angebote gekriegt und die waren auch gut. Aber ich habe gesagt, nein. Nein, ich habe erst überlegt, ja, okay. Also an dem Tag, wo ich den Motorschaden hätte, wenn der ein Angebot gekommen wäre, hätte ich gesagt, hier, nimm. Ich gebe sogar noch Geld. Hauptsache, ich sehe das nicht mehr. Aber jetzt mittlerweile ist der wieder in diesem Status Lupo unverkäuflich. Hier, Lupo unverkäuflich. Mhm. Er ist so gerade wieder da. So neben. Unverkäuflich. Dann machen wir das Ganze wieder fertig. Und da seht ihr auch wieder bekannte Leute. Da ist wieder Donkey Deck dabei. Da ist der Adam wieder dabei. Benny wieder dabei. Und Michael. Michael nicht vergessen. Michael, von hier auch schöne Grüße. So, das war's. Wenn es euch gefallen hat, lasst doch ein Like da. Und, was habe ich gesehen? 71% sind nicht abonniert, die meine Videos schauen. Schämt euch. Abo kostet nichts. Dankeschön fürs Zuschauen. Bleibt gesund. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao.